RTL 2 Kurznachrichten. Erschossen. Heckenschützen töteten erneut einen französischen Blauhelmsoldaten in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo. Er wurde von einer Kugel in die Brust getroffen und starb auf der Stelle. Bereits gestern war ein Franzose in der Stadt erschossen worden. Ob Serben oder Moslems für die Attentate verantwortlich sind, konnte die UNO bislang nicht klären. Unglück. Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem vollbesetzten Autobus sind am Morgen nördlich der ägyptischen Hauptstadt Kairo 44 Menschen ums Leben gekommen. 33 mussten schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Schuld an dem Unglück war der Omnibusfahrer. Er hatte beim Überqueren der Gleise das Haltesignal übersehen. Bundesliga. Die heutigen Ergebnisse des 26. Spieltages. Kaiserslautern schlägt Dresden 3:1, Frankfurt verliert gegen München 2:5, Stuttgart und Schalke trennen sich 1:1, Duisburg, Mönchengladbach 0:2 und Köln schafft ein 1:1 gegen Bremen. Das Wetter. Eine Kaltfront über Deutschland vertreibt sämtliche Vorboten des Frühlings. Am morgigen Ostersonntag präsentiert sich ein Potpourri aus Wolken und Regenschauern. Oberhalb 500 Metern fällt Schnee. Die Quecksilbersäule schafft es gerade noch auf 6 bis 10 Grad. Ja, soweit die Schlagzeilen. Ausführliche Meldungen in 1,5 Stunden, also um 20 Uhr. Bis dahin.